nächsten Redner bitten. Das ist der Bezirksvorsitzende von Niederbayern, Stefan Protschka. Der wird Ihnen auch den weiteren Ablauf des Tages erklären. Ich freue mich auf alle Fälle auf einen spannenden Nachmittag. Vielen Dank. Servus Patrioten! Servus Landau, servus liebe AfDler und die, die es vielleicht noch einen heutigen Tag noch werden möchten. Danke Wolfgang und unseren Kreisvorsitzenden für die nette Begrüßung und die kurzen Worte über Landau und über den Kreisverband. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man Patriot ist? Man muss doch zuerst einmal sein eigenes Land lieben, seine eigene Kultur schätzen, seine eigene Sprache schätzen, seine eigene Heimat lieben. Nur wenn man das macht, erst dann kann man andere Länder und andere Kulturen schätzen und respektieren. Und nur so funktioniert ein friedliches Zusammenleben, meine Damen und Herren. Und deswegen freue ich mich als Bezirksvorsitzender, heute, die wo dann noch mehr reden, noch zwei Patriotinnen begrüßen zu dürfen. Beide lachen und freuen sich. Ich soll Gender weglassen, hat sie gesagt. Zur Familienpolitik hören wir dann später noch. Unsere stellvertretende Schatzmeisterin aus dem Landesvorstand. Sie ist vierfache Mutter. Und ihr Schwerpunkt ist, wie gesagt, Familienpolitik bei uns im Landesvorstand. Begrüßen Sie bitte mit mir Frau Katrin Ebner-Steiner. Ja, wir haben alle noch keine Profis nicht. Wir haben aus dem Volk, wie Sie heute alle, ja, da steht man halt ein wenig später auf. Mit der Frau habe ich davor telefoniert oder vor Zeit telefoniert, wenn wir den Termin ausgemacht haben, und hat mich halt gefragt, über was soll ich denn reden? Dann sage ich, bitte nicht über Islamkritik, weil das haben wir die ganze Zeit in der Presse und das weiß eigentlich jeder, dass das nichts taugt. Das braucht man nicht tausendmal durch Presse ziehen. Also haben wir uns geeinigt darauf, dass heute über die innere Sicherheit und über das Bargeldverbot spricht. Und sie ist, wie jeder weiß, eine gebürtige Dresdnerin, ebenfalls vierfache Mutter, und ist, nein, sage ich nicht, wie alt das ist, sie ist ein bisschen älter wie ich, schaut aber mit Sicherheit um einiges besser aus. Nein, ich schaue gerade so wie aus. Sie ist promovierte Chemikerin und seit September 2014 sitzt im Sächsischen Landtag. Und ganz ehrlich, ich freue mich, nachdem ich ja leider an Aschermittwoch absagen haben müssen, zwecks dem tragischen Zugunglück, was uns heute noch leid tut, endlich Sie bei uns in Niederbayern begrüßen zu dürfen. Bitte begrüßen Sie mit uns unsere Bundesvorsitzende, Dr. Frauke Petri. Und jetzt dürfen Sie einer selber klatschen. Ich begrüße 422 anwesende Gäste. Wenn mir vor zwei Jahren einer gesagt hätte, wie ich zur AfD gegangen bin, wir haben einmal in die Landauer Stadthalle, habe ich gesagt, nein, Mann, wir bleiben ein kleiner Stammtisch und das ist gut so, wir schimpfen über ein paar Sachen, wir unterhalten uns ein bisschen selbst. Aber dank der Merkel, dank dem Messier, dank dem Maas, unsere Politiker werden alle blöd und wir werden alle besser und alle größer. Danke dafür. Für die, die mich noch nicht kennen, also die Enten haben mich kennt, weil die haben da alle geschrien, Protschka, du Nazi. Stell mir jetzt da rein auch noch ganz kurz vor, dass ihr mich auch kennenlernt. Ich heiße Stefan Protschka, bin 38 Jahre jung. Also Frau Petri ist nur geringfügig älter wie ich. Bin seit 13 Jahren glücklich verheiratet und seit 19 Jahren mit ein und derselben lieben Frau, welche heute auch im Saal erinnert ist, liiert. Hab mit ihr zwei Kinder gekriegt, 9 und 11 Jahre. Vom Beruf her bin ich selbstständig.
bin seit Gründung des Bezirksvorstands, Verbands Niederbayern, der am 1.5.13, also vor mittlerweile über 3 Jahren, in Deggendorf gegründet wurde, im Bezirksvorstand. Unser Bezirksverband setzt sich aktuell aus 5 Kreisverbänden zusammen, die eigentlich relativ aktiv sind. Wenn ich jetzt von dem Kreisverband sprich, der hat diesen Monat 7 Infoabende gehabt. Es gibt Infoabende, da sitzt man zu 10. Es gibt aber auch Infoabende, da haben wir 40, 50, 60. Wir haben auch schon die Ehre gehabt vom Bayerischen Rundfunk, dann haben wir die Ehre gehabt vom ZDF da bei uns. Mag vielleicht auch meine Aussagen liegen über eine Islamkritik, dass wir uns die besucht haben. Aber wie gesagt, wir werden immer interessanter und wir werden immer besser. Sollte man irgendjemand Interesse daran haben, vielleicht sichern uns hier einen Infoabend an unserer Veranstaltung wie heute oder wie auch immer noch weiterhin zu beteiligen, können uns alles unter afdbayern.de unter Niederbayern nachschauen. Da ist unser Kalender drin und auch von jedem einzelnen Kreisverband ist ein Kalender drin, wenn einer nicht von da sein sollte. Meine Damen und Herren, wer sich in den letzten Tagen verwundert die Augen reibt, weil sein Land gerade kaputt geht und niemand, außer der AfD, irgendetwas dagegen unternimmt, ja, der wünscht sich doch nur, dass der Albtraum einfach einmal schnell vorübergehen wird, oder nicht? Doch, meine Damen und Herren, es ist kein Traum, sondern es ist böse Wirklichkeit. Und das Ganze hat jetzt erst angefangen. Meine Damen und Herren, Deutschland ist eines der schönsten Länder der Welt, mit den besten Menschen der Welt und ein Land, auf das wir wirklich stolz sein können, meine Damen und Herren. Und wir, Sie, ich, alle Anwesenden, auch die da drüben, hätten eigentlich die Verantwortung, das Land für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder zu bewahren und es in eine positive Zukunft zu führen. Dazu gehört auch einmal, dass man unangenehme Wahrheiten anspricht, wie der Islam gehört nicht zu Deutschland. Auch auf die Gefahr hin, sind ja doch ein paar Presseleute anwesend, dass ich morgen wieder als Rechtspopulist, als Nazi, als keine Ahnung, wo es in der Zeitung steht. Übrigens, der Krieg, für die, die es nicht mitgekriegt haben, auch wir die da hinten, weil wir schon einen Protschka, du Nazi oder Nazi ist raus. Der Krieg hat sich jetzt letzte Woche, das Kriegsende hat jetzt letzte Woche zum 71. Mal gejährt, meine Damen und Herren. Also, es gibt keine oder nur noch ganz, ganz wenige und ganz alte Nazis in dem Land. Sie können endlich einmal mit dem Scheiß aufhören. Die Zeit ist vorbei. Und deswegen sage ich ganz offen, ich bin stolz auf meine Heimat und ich bin stolz auf meine Kultur, meine Damen und Herren. Ja, ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin auch stolz auf unsere Fahne und auf meine Herkunft. Ich bin auf das Land, das meine Großeltern nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Auf das Land, das seit 71 Jahren friedlich mit seinen Nachbarn auf der ganzen Welt Handels- und Wissensaustausch treibt. Auf das Land, das eine gute Schulbildung und Berufsausbildung hatte. Auf das Land, bei dem die traditionelle Familie vor der Zeit einen großen Stellenwert hatte. Auf das Land, das vor der Zeit die besten Wissenschaftler, die besten Diplom-Ingenieure und die besten Handwerker der Welt ausbildete. Auf das Land, das einmal eine der stärksten Währungen auf der Welt hatte. Auf das Deutschland bin ich stolz, meine Damen und Herren. Wir konnten früher friedlich auch ohne Angst auf die Straße gehen. Ja, sogar bei der Nacht. Aber ganz ehrlich, leider sind die Zeiten vorbei, wie es davon mitgekriegt haben. Ich habe eine 11-jährige Tochter, die tanzt den Dingelfing Rock'n'Roll. Die traut sich nicht mehr ins nächste Geschäft gehen, weil sie müssen an einem Heim vorbei, wo Zugereiste drin wohnen. Und die werden alle relativ schlecht beäugt. Weil wir es wissen, Mädchen mit 11, 12 Jahren, die haben halt auch schon dementsprechend gewachsen. Die werden schlecht angeschaut. Und meine Töchter können mit denen nichts anfangen. Genauso wie mein Dingelfinger kein Prima waren. Und meine große Tochter kommt zu mir, Papa, der fotografiert uns da hinten. Ja, es war halt ein Dunkelhäutiger. Und ganz ehrlich, und was hat Frau Merkel aus dem Land gemacht? Das Land spaltet sich mittlerweile in 2 Lager. In die einen, die aufwachen, so wie Sie da erinnern, und merken, was für Scheiße, dass die da oben in Berlin bauen. Und die anderen,
Die da drüben, die wo für das, dass da drin stehen, in der Regel sogar noch bezahlt werden. Naja, ein bisschen trepft schon der Herrgott, ist schon ein bisschen auf unserer Seite. Aber warum schimpfen wir nicht mal also auf die Leute da hinten? Weil da steht ja auch die SPD, die Gräner, die Linken, oh, der Deutsche Gewerkschaftsbund. Also, wenn ich in die Schule gegangen bin, hat es geheißen, Gewerkschaften haben für die Arbeiterklasse da. Die kümmern sich um nicht, dass sie mehr Geld kriegen, dass sie mehr Urlaub kriegen, haben da aber eigentlich nichts mit der Politik zu tun. Also, warum stehen die da hinten, meine Damen und Herren? Die haben da hinten definitiv nichts verloren. Und warum stört mir das Ganze ja so? Warum, dass die so aggressiv gegen uns arbeiten? Wir hätten im Oktober 2015 eine Veranstaltung mit der Frau von Storch gehabt, immerhin Europaabgeordnete. Aber leider haben es die SPD und die Grünen innewohnt, bevor das Ganze stattgefunden hat. Und eine SPD-Kreisrätin aus Landshut hat dafür gesorgt, dass wir in ganz Landshut keine Lokalität und keinen Platz mehr bekommen haben. Sie hat sich dann, ich meine, wenn die klatscht, dann ist sie eine Meinung, das ist ihr gutes Recht. Sie hat sich dann auch noch gerühmt im Land zu der Wochenblatt, dass sie dafür gesorgt hat, dass beim Wirt angerufen worden ist, dass der Wirt unter Druck gesetzt worden ist, dass man dem Wirt Angst gemacht hat, er hat finanzielle Verluste. Respekt, meine Damen und Herren, das ist eine Demokratie. Und ein grüner Stadtrat aus Straubing hat noch ganz groß auf Facebook gepostet, ja, wir sind stolz, kein Platz für Nazis, wie auch immer. Bitte, ist ja noch kurz recht. Bitte Ruhe bewahren, es ist ja noch kurz recht. Wenn die der Meinung ist, ich meine, sie gehört, oder der oder die gehört nicht dann auf die andere Seite eigentlich, aber es ist ja noch kurz recht. Weil schließlich haben wir immer noch Meinungsfreiheit in Deutschland. Also, sagen Sie zumindest am Papier, dass wir meinungsfrei haben, daran. Dank SPD und die Grünen haben wir es halt leider nicht mehr, meine Damen und Herren. Viele von euch wissen aber auch, meine, dass wir einen Aschermittwoch Absagen haben müssen. Das hat ja jeder mitgekriegt. War tragisch zu und Glück ist in Ordnung. Das von der von Storch ist nicht so in Ordnung. Aber wir hätten ja auch noch ein Starkbierfest mit Herrn Björn Höcke in Deckendorf geplant gehabt. Auch hier gab es mehr oder weniger dubiose Vorfälle. Der Wirt hat die Veranstaltung mit der Begründung abgesagt, er hätte Angst um seine Gesundheit. Jetzt habe ich ein paar Zitate dabei aus den E-Mails, die er mir geschickt hat, zunächst der Absage. Zitiere, es wird an Drohungen nichts ausgelassen. Ich muss um Sachbeschädigung und an bzw. Übergriffe auf meine Familie und Mitarbeiter rechnen. Die Bundestagsabgeordnete, einen Namen habe ich jetzt auslassen, weil die steht da drüben, hat mich sogar mit Wirt des Bierhimmels in Deckendorf verglichen, zu dem auch niemand geht. Wer die AfD bewirtet, ist die AfD. Meine Freunde, mit sowas muss jetzt dann endlich einmal Schluss sein. Es hat jeder seine Meinung und die soll er auch kundtun dürfen. Gerade weil wir mir die richtige Meinung haben, kann das nicht sein, dass wir von denen Deppen da hinten überall unter Druck gesetzt werden und dass wir die unter Druck gesetzt werden, meine Damen und Herren. Und denen drecksroten Socken werden wir noch das fürchten lernen, weil wir ziehen wir in alle Parlamente ein und dann klären wir die Bevölkerung über die Missstände auf, was die da hinten alles verbockt haben, meine Damen und Herren. Schon in den 80er Jahren hat Franz Josef Strauß gesagt, sollten uns einmal die Roten und Grünen regieren, dann gnade uns Gott. Wie recht er doch gehabt hat, hätten wir noch einen vernünftigen Gott und nicht Islamisten im Land. Danke. Und wenn wir schon bei der CSU haben, also wie wir jetzt vorher einmal gehört haben, es ist nicht ganz so einfach für die AfD, irgendwo einen Platz zu kriegen, irgendwo Halle zu kriegen. Es war natürlich auch da nicht ganz so einfach. Aber natürlich mit bestimmten Paragraphen, das ist eine öffentliche Stadthalle, haben wir das Ganze dann hingekriegt.
Und dann hat der Herr Steininger, Dr. Steininger, Entschuldigung, Bürgermeister da hier, in der Presse gesagt, er würde so gern thematisch mit uns auseinandersetzen. Grundsätzlich begrüße ich es, wenn sich jemand mit uns thematisch und unsere Themen oder mit mir oder mit der Frau Dr. Petri oder mit wem auch immer auseinandersetzen möchte. Aber Herr Dr. Steininger, haben Sie nicht der, der grundsätzlich seine Meinung, Partei ändert er, dass er auf den Posten kommt. Weil er ist ja schon mal mit der Freien Wähler drin, da ist er leider nicht Bürgermeister geworden, ja, dann gehe ich halt einfach zur CSU, dann wäre ich schon werden, oder? Scheiß auf meine eigene Meinung, scheiß auf die Wähler, die wir vorher gewählt haben, Hauptsache über einen gut bezahlten Posten. Und haben wir uns doch einmal ehrlich. Also ich muss sagen, ich war 17 Jahre in der JU, bin 2010 ausgetreten nach der ersten Griechenlandhilfe. Weil da ist der erste Vertragsbruch gewesen und mit dem kann ich nicht leben. Was hat denn die CSU eigentlich noch für Meinung? Hat die CSU überhaupt noch Rückgrat? Haben wir uns doch mal ehrlich, wie oft hat denn der Herr Drehofer irgendein Ultimatum gegen die Bundesregierung ausgesprochen? 3-mal, 4-mal, 5-mal, 8-mal, keine Ahnung. Herr Seehofer, wir steigen aus der Koalition aus. Was ist passiert? Der Herr Seehofer, dann schütze ich meine Grenzen selber. Was hat er da? Dann verklage ich die Bundesregierung. Was hat er da? Dann ziehe ich meine Minister ab. Stopp, das geht nicht, weil die verdienen noch Geld. Das kann man nicht machen. Obwohl bei der christlichen Union, ob jetzt sozial oder demokratisch, tut sie doch noch immer wieder am Eps. Frau Merkel hat einen Kurswechsel angemeldet. Ho! Er ist sofort eingetreten, der Kurswechsel. Die CDU macht einen Juniorpartner von den Grünen in Baden-Württemberg. Also wie davor, scheiß auf meine eigene Meinung, scheiß auf das, was der Wähler gewählt hat. Da habt ihr einen gut bezahlten Posten. Also, wie ich davor gesagt habe, wir können gerne diskutieren, wenn es mit Argumenten kommen und nicht alle mit einer Aussagen von den ganzen Blockparteien, Rechtspopulisten, Nationalisten, Nazi und was sie uns alles nennen. Einer gehen einfach die Argumente aus gegen uns und deswegen haken sie mit der Nazi-Keule auf uns umeinander, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Weimarer Republik oder DDR 2.0, suchen Sie es gerne raus. Aber wie kommt es denn eigentlich zu der ganzen Meinungsfreiheitsgesinnungsdiktatur? Fast alle Linken werden heute von der Amadeo-Antonio-Stiftung geschult. Die Stiftung sammelt unter anderem auch Gelder für Netz gegen Nazis. Meine Damen und Herren, das Thema haben wir jetzt vor 71 Jahren abgehackt. Da schließt jetzt einmal Schluss mit Geldsammeln gegen Nazis. Es klemmt kein mehr und wenn, dann sind sie ganz, ganz alt. Also könnt ihr mit dem Scheiß aufhören. Dort können Sie aber auch nachlesen, wie Sie mit Menschen umzugehen haben, die einer Meinung haben. Sie sollen sich definitiv auf keine Argumentation einlassen oder auf eine Diskussion mit den Personen. Sollten die Linken oder die Gutmenschen irgendwie feststellen, dass derjenige, der einer gegenüber sitzt, nicht der gleichen Meinung ist, dann sollen sie sofort mit der Nazi-Keule um sich schlagen oder ihm ins rechte Eck stecken. So viel zu den roten Pack, dass die mit uns reden könnten. Weil, ganz ehrlich, wenn es einfach mal zu viele Zuwanderer gibt, dann muss man auch den Mut aufbringen, um zu sagen, dass es genug ist, meine Damen und Herren. Und wenn der Euro versagt hat, muss man auch einmal den Mut aufbringen, um zu sagen, es war ein Fehler. Wenn die EU nicht mehr funktioniert, muss man einmal den Mut aufbringen und zu sagen, es war halt einfach falsch. Und wenn Sie mit TTIP oder der Islamisierung nicht glücklich sind, ja, dann müssen Sie halt einmal den Mut aufbringen und etwas unternehmen, meine Damen und Herren. Ja, und wenn Sie mit den Blockparteien nicht mehr glücklich sind und zufrieden sind, dann bringen Sie doch endlich einmal den Mut auf und unterstützen uns und kommen zu uns, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, Mut zur Wahrheit, Mut zu Deutschland, meine Damen und Herren. Dankeschön.